Was geht ab YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und so weiter und so fort. Wir machen das nächste Adventskalendertürchen auf und zwar verbirgt sich hinter diesem Adventskalendertürchen meine Top 10 der Zauberkarten, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ja, die Karten müssen im Jahr 2020 rausgekommen sein, nicht im Jahr 2020 gut performt haben. Also, macht das Sinn? Ja, also sprich, Karten, die 2019 rausgekommen sind, sind natürlich nicht hier auf der Liste. Die waren dann 2019 auf der Liste, hätte ich so eine Liste gemacht im Jahr 2019. Habe ich aber nicht, den Kanal gibt es erst seit Mai 2020. Deswegen gibt es jetzt eine Top 10 der Spellcards, die im Jahr 2020 rausgekommen sind. Doch bevor wir dieses Türchen aufmachen, Daumen da lassen, abonnieren nicht vergessen, denn nur so bleibe ich weiterhin motiviert und baller ein Video nach dem anderen für euch raus. Und damit ist auch genug gesagt, wir öffnen das nächste Türchen. Los geht's! Auf Platz 10 der besten Zauberkarten, die im Jahr 2020 erschienen sind, ist gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. Ihr fragt euch jetzt, wie was soll denn das kam doch ja nicht im Jahr 2020 raus. Ja, in dem Fall ist es tatsächlich ein Reprint und zwar ein ganz besonderer Reprint. Zu Beginn diesen Jahres, als Konami die ganze Remote-Duel-Aktion gestartet hat, hat Konami eine ganz besondere Remote-Duel-Promotion-Card rausgebracht. Und zwar gemeinsam sind wir stark als Prismatic Rare mit einem blauen Rare-Schriftzug oben. Ja, diese Karte ist was ganz Besonderes, weil es nur 300 Stück davon auf der Welt gibt. Ja, jeder konnte an dieser Aktion teilnehmen und musste im Endeffekt nur sein Remote-Duel-Setup über die sozialen Medien teilen und hat somit an der Verlosung der Gemeinsam sind wir stark Zauberkarte teilgenommen. Wie ich finde, eine extrem coole Aktion von Konami und da es nur 300 Stück davon auf der Welt gibt, könnt ihr davon ausgehen, dass die Karte in Zukunft auf jeden Fall an Wert ordentlich steigt. Auf Platz 9 habe ich dieses Jahr Blizzard. Ja, eine Karte, die tatsächlich unterm Radar fliegt und die wenigsten eventuell auf dem Schirm gehabt haben. Sie kommt aus dem Rise of the Duelist Set und ist und wird in Zukunft meiner Meinung nach noch Play finden. Und zwar ist es eine Quick-Play-Spell-Karte. Man kann eine offene Zauberkarte wählen, die der Gegner kontrolliert und die aktivierten Effekte des Zaubers und alle Zauber mit demselben Grundnamen auf dem Spielfeld annullieren. Wie ich finde, eine starke Karte, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Auf Platz 8 habe ich dieses Jahr den Seelendiener. Eine starke, die im Legendary Duelist Magical Heroes Anfang des Jahres rauskam, die wahrscheinlich die meisten schon wieder verdrängt haben. Sehr guter dunkler Magier-Support, der ein zusätzliches Searches und Draws generiert. Ich finde es eine coole Karte, vor allen Dingen spiele ich sie auch auf 3 in meinem dunklen Magier-Deck. Macht tatsächlich sehr viel Sinn und meiner Meinung nach ein sehr guter Support für den dunklen Magier Arctype. Auf Platz 7 habe ich dieses Jahr Luftangriff der Starbrigade gelistet. Eine Karte, die aktuell noch nicht so viel Play findet, weil die Restriktion ein bisschen hart ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Karte auf jeden Fall in Zukunft in puren Starbrigade-Decks auf jeden Fall Play finden wird. Und genau auch aus diesem Grund ist diese Karte auf dieser Liste. Auf Platz 6 eine der kürzlich erschienenen Karten aus dem Genesis Impact und zwar Drytron Nova. Eine generische Karte, die ihr in jedem Ritual-Deck spielen könnt. Eine der teuersten Karten aus dem Genesis Impact Set. Auf Platz 5 habe ich dieses Jahr Numeron Netzwerk gelistet. Eine Karte, die zwischendurch einen krassen Impact hatte, dann wieder so ein bisschen abgeflacht ist, aber auf jeden Fall immer noch ein Teil einer Engine ist, die noch Relevanz hat und auch in Zukunft Relevanz haben wird. Zumindest solange wir Sechsel noch haben. Auf Platz 4 habe ich dieses Jahr Chaosraum gesetzt. Eine Karte, die, wie ich finde, relativ günstig ist für das, was sie eigentlich alles kann. Die Karte kam im Toon Chaos raus als Super Rare, gibt es natürlich auch als Correctors Rare aus demselben Toon Chaos Set. Und sie ist ein wunderbar generischer Support für alle Decks, die Licht- und Finsternismonster spielen. Unter anderem natürlich auch Dragon Link. Diese Karte wird in der ein oder anderen Variante des Decks maximals abused. Auf Platz 3, wie sollte es anders sein, habe ich dieses Jahr Blitzsturm gesetzt. Blitzsturm kam im Ignition Assault raus und ist die teuerste Side-Deck-Karte aller Zeiten gefühlt. 100 bis zu 100 Euro die Kopie ging die Karte zwischenzeitlich. Ja, 3 Stück davon im Side-Deck, da ist euer Side-Deck wahrscheinlich teurer als euer Main-Deck. Blitzsturm ist im Jahr 2020 der Schrecken aller Backrow-Decks gewesen. Auf Platz 2 habe ich dieses Jahr Talent der 3 Taktiken gesetzt. Diese Karte hat 3 Effekte. Und zwar 3 Effekte von 3 gebannten Karten. Ziehe 2 Karten, übernimm bis zur Endphase die Kontrolle über ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, sieh dir die Hand deines Gegners an und bestimme eine Karte davon, die du ins Deck zurückmischst. Zu Recht eine der besten Spellcards im Jahr 2020. Und damit kommen wir auch zu Platz 1 meiner Meinung nach, und zwar der verbotene Tropfen. Eine Quick-Play-Spellkarte, die euch eine beliebige Anzahl von Effektmonstern, die der Gegner kontrolliert, bis zum Ende des Spielzugs die ATK halbiert
und zusätzlich die Effekte annulliert. Und im Optimalfall kann der Gegner nicht mal auf die Aktivierung dieser Karte reagieren. Verbotener Tropfen, meiner Meinung nach die beste Zauberkarte, die im Jahr 2020 erschienen ist. Das war meine Top 10 der Zauberkarten, die im Jahr 2020 rausgekommen sind. Ja, ich vermute mal, dass die Top 3 keine großartige Überraschung waren. Vielleicht lässt sich über die Reihenfolge streiten, aber ich vermute mal, dass wir alle diese drei Karten zu den besten Karten, die im Jahr 2020 rausgekommen sind, zählen. Und damit bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer Daumen da lassen, abonnieren nicht vergessen, denn nur so verpasst ihr keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh! Videos und damit entlasse ich euch in den Feierabend, in den wohlverdienten Tag, je nachdem, wann ihr das Video geguckt habt. Wir sehen uns morgen früh um 8:30 Uhr. Bis zum nächsten Mal.